Russlands Präsident Putin hat sich am Abend erstmals seit dem Ende des bewaffneten Aufstands der Wagner-Gruppe öffentlich im Staatsfernsehen geäußert. Putin dankte in seiner Rede den Sicherheitskräften, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt hätten. Auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern. Putin betonte, die meisten Wagner-Kämpfer seien auch Patrioten. Sie könnten sich nun entscheiden, ob sie sich der russischen Armee anschließen oder ins Nachbarland Belarus gehen wollen.